Und jetzt wollen wir von da aufbauen und weitergehen und uns ein bisschen die Botschaft anschauen, die sie gepredigt haben. Diese Botschaft haben sie von Jesus. Was hat Jesus gepredigt? Das Reich Gottes. Jesus hat die Botschaft gebracht vom Reiche Gottes. Und das ist heutzutage oftmals sehr unterrepräsentiert und man redet immer nur von dem einzelnen Gläubigen und seiner Beziehung zum Herrn. Aber Reich Gottes ist etwas viel Komplexeres und da geht es um einen König, da geht es um ein Reich mit Ordnungen und da gibt es auch andere Bürger dieses Reiches, nicht nur uns selber, sondern da gibt es eben viele und Gott hat ganz klare Vorstellungen, wie dieses Reich funktioniert und wie es aufgebaut ist, wie es strukturiert ist und was dort geht und was dort nicht geht. Jesus hat von diesem Reich geredet, seine ganze Botschaft ging um das Reich Gottes. Matthäus 4, Vers 17, er begann zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Hier sehen wir auch schon gleich den Einstieg in das Reich Gottes. Der Einstieg in das Reich Gottes ist das, was die Bibel Buße nennt. Und Buße ist etwas anderes als ein Bußgeld zu bezahlen. Buße ist eine komplette Umkehr. Ein sich abwenden vom bisherigen Lebensstil, von den bisherigen Werten und von den bisherigen Vorstellungen, was gut und richtig und nützlich ist. Eine Hinwendung zum Herrn und zu seinen Ordnungen und zu seinen Absichten. Das ist Buße und nichts anderes. Und Jesus hat viel, viel gesprochen über die Prinzipien des Reiches Gottes. Denkt an die ganzen Gleichnisse. Sie beschreiben alle verschiedene Aspekte des Reiches Gottes. Denkt an die Bergpredigt, wo er die grundlegenden Werte beschreibt des Reiches Gottes, die total unterschiedlich sind oder verschieden sind von den Werten, die diese Welt uns anbietet. Das Reich Gottes funktioniert vollkommen anders und an vielen Stellen ist es genau das Gegenteil von dem, was die Welt sagt. Nimm nur ein Beispiel. Jesus sagt, geben ist seliger als nehmen. Die Welt sagt, wenn du was haben willst, du musst es dir holen und zwar du musst schneller sein als die anderen, weil sonst schnappen sie dir das weg. Und da ist dieser Egoismus und sich durchsetzen und für seine Sachen kämpfen. Das Reich Gottes ist genau andersherum. So, Jesus hat über das Reich Gottes gesprochen und deswegen natürlich auch die Apostel. Apostelgeschichte 20, da sehen wir den Dienst von Paulus, Vers 25. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr alle, unter welchen ich das Reich predigend umhergegangen bin, mein Angesicht nicht mehr sehen will. Was hat Paulus gepredigt? Das Reich Gottes. Apostelgeschichte 28, Vers 23. Als sie ihm aber einen Tag bestimmt hatten, kamen mehrere zu ihm in die Herberge, welchen er die Wahrheit auslegte, indem er das Reich Gottes bezeugte und sie zu überzeugen suchte von Jesus, sowohl aus dem Gesetz des Mose als auch den Propheten von frühmorgens bis zum Abend. Und die allerletzte Erwähnung des Dienstes von Paulus und auch die letzte Schriftstelle in der Apostelgeschichte handelt wiederum vom Reich Gottes. Ich glaube, dass das kein Zufall ist, dass wir wirklich sehen, das ist das Zentrum, um das ging es. Im Vers 31, Kapitel 28, indem er das Reich predigte und die Dinge, welche den Herrn Jesus betreffen, mit aller Freimütigkeit ungehindert. Das ist, was er getan hat. Er lehrte das Reich Gottes und die Dinge, die Jesus betreffen. Schauen wir uns an die erste Predigt, die an die Öffentlichkeit ging. Das andere war ja alles intern. Jesus lehrt seine Jünger. Aber jetzt ist Pfingsten da, der Heilige Geist wird ausgegossen. Die Gemeinde startet offiziell, die Gemeinde wird geboren. Und die erste Botschaft von Petrus, was hat er den Leuten dort gebracht? Er hat ihnen ihre Verantwortung und ihr Versagen und ihre Schuld vor Augen geführt, indem er gesagt hat, Jesus von Nazareth war der Messias und ist der Messias und ihr, die ihr euch gläubig nennt, ihr, die ihr sagt, ihr wartet auf den Messias, ihr habt ihn nicht erkannt und ihr habt ihn verworfen und ihr habt ihn gekreuzigt. Das war die Botschaft, die Petrus hatte an die gläubigen Juden. Ja, diese ganze Hoffnung auf den Messias, das war das Zentrum des jüdischen Glaubens. Mit anderen Worten, er sagt, euer Glaube ist total bankrott.
Ihr sagt, ihr dient Gott, ihr kennt Gott überhaupt nicht. Und Gott wurde Mensch, Gott stand vor euch und ihr habt ihn nicht erkannt. Und das hat der Heilige Geist mit solcher Wucht den Menschen nahegebracht, dass es heißt, es drang ihnen durchs Herz. Das scharfe Schwert des Geistes hat Herzen durchbohrt. Das ist das Wort Gottes. Bevor jemand ins Reich Gottes kommen kann, muss er sehen, dass er total unwürdig ist. Er muss sehen, dass er nichts anzubieten hat, dass er nichts zu bringen hat, dass er sich auf keine Verdienste, auf keine guten Charaktereigenschaften stützen kann. Er muss sehen, dass er komplett vor Gott versagt hat. Wer das nicht sieht im Heiligen Geist, bekommt auch gar nicht die Gnade von Gott zu glauben. Glauben ist ein Geschenk. Glaube ist ein Gnadengeschenk, das Gott nur gibt. Denen, die umgekehrt sind, denen, die sich haben überführen und überzeugen lassen von ihrer Auflehnung und ihrer Unabhängigkeit, ihrer Selbstgerechtigkeit gegenüber Gott. So, das ist total wichtig, dass wir das verstehen, dass Glaube nicht eine Zustimmung ist. Glaube ist nicht ein Ja sagen zu etwas, sondern Glaube ist eine Angelegenheit im Herzen und es kommt als ein Geschenk von Gott aufgrund dieser Offenbarung. Wer sind wir ohne Gott und was verdienen wir? Die ewige Verdammnis. Und was bekommen wir? Das Reich Gottes, die Gemeinschaft mit Gott, Vergebung unserer Sünden und in aller Ewigkeit mit ihm zusammenzuleben. Das muss zusammen verkündigt werden. Und an vielen, vielen Stellen heutzutage wird das nicht verkündigt. Denn Leute werden aufgerufen, komm doch zu Jesus. Ja, sie werden angefleht. Und Jesus wird angeboten wie so das letzte Schnäppchen irgendwie. Ja, aber der Eingang in das Reich Gottes ist Wahrheit, ist Umkehr, ist Buße. Und diese Menschen sind so getroffen vom Schwert des Geistes, dass sie nur noch eine Frage haben. Was sollen wir tun? Und damit drücken sie ihre Hilflosigkeit aus, dass sie sagen damit, unser ganzer Glaube hat uns nichts genützt, hat uns nichts geholfen. Wir sind völlig am Ende, wir sind ratlos, wir wissen nicht mehr, was wir tun sollen. Deswegen ist die erste Seligpreisung, die Jesus gebracht hat, um die Werte des Reiches Gottes zu verkündigen, selig sind, die geistlich arm sind. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Ja? Die nichts haben, nichts vorzuweisen haben. Die wissen, sie sind vollständig abhängig von der Gnade Gottes. Und auch die, die schon dann diese Bekehrung hinter sich haben, die jetzt hineingekommen sind ins Reich Gottes, sie sollen danach trachten, immer tiefer das wirklich von Herzen zu glauben, was Jesus gesagt hat, ohne mich könnt ihr nichts tun. Da ist, wo Demut entsteht, dass wir erkennen, wie hilflos wir sind, wie abhängig wir sind, dass wir nichts tun können ohne den Herrn. Ja? Wie viele Male hast du heute schon im Laufe des Tages, bist ja schon ein paar Stunden wach, wie viele Male hast du dich daran erinnert, dass du doch alle paar 15 oder 20 Sekunden atmen müsstest? Das macht Gott alles für dich. Wenn er das nicht tun würde, du würdest gleich umfallen. Ja, nicht einmal die einfachsten Dinge funktionieren ohne ihn. Er hat es so geschaffen, dass dein Körper so funktioniert, dass du atmest, ohne dass du dich daran erinnern musst. Du musst nicht einen Timer setzen, okay, bitte achte auf, du musst wieder durchatmen. In den kleinsten Dingen sind wir total abhängig. Und was ist mit den großen Dingen, mit den wichtigen Dingen? Ein guter Ehemann zu sein, eine gute Ehefrau zu sein. Wir können das alles nicht ohne Gott. Wir brauchen seine Gnade, aber die ist da. Aber die Gnade ist nur da für die, die ihre Hilflosigkeit kennen und anerkennen. Gott widersteht dem Stolzen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. So, diese Botschaft der Buße ist nicht nur für die, die sich bekehren sollen. Buße ist ein Lebensstil. Es ist nicht etwas, was einmal geschieht irgendwann im Leben, sondern es ist ein Lebensstil. Und es gibt immer wieder neue Dinge, wo der Herr uns überführt, wo er uns Dinge zeigt, die nicht so sind, wie sie sein sollen, die nicht seinem Wesen, seiner Art entsprechen, die nicht dem Wort entsprechen. Und immer wieder gibt es neue Situationen, wo wir umkehren müssen, wo wir alte Ideen verwerfen müssen, wo wir Lügen brechen über unserem Leben, wo
wir sagen, das habe ich bisher geglaubt und jetzt sehe ich das, die Wahrheit, ich sehe das Licht und jetzt entscheide ich mich, jetzt etwas Neues zu glauben. Das ist ein Lebensstil. Buße ist ein Lebensstil. So, das war die Frage. Was sollen wir tun? Die Gemeinde fing an mit Menschen, die zerbrochen waren, die hilflos waren. Und so fing nicht nur die Gemeinde an, so geht auch die Gemeinde weiter. Und ich treffe Land auf Land ab, nicht nur in Deutschland, auch in manchen anderen Ländern. Ich treffe so viele Pastoren und Leiter, die versuchen, Gemeinde zu bauen mit Menschen, die nicht zerbrochen sind. Und das kann nicht funktionieren. Und das funktioniert auch nicht. Gemeinde besteht aus zerbrochenen Menschen, die sich vollständig auf die Gnade verlassen, die deswegen belehrbar sind. Ja? Die sind am Ende von sich selbst und sagen, ja, was sollen wir jetzt tun? Mit solchen Leuten kann man arbeiten, die kann man prägen, die kann man trainieren, aus denen kann man Jünger machen. Leute, die diese Frage nicht haben, mit denen kannst du nicht arbeiten, es ist nicht möglich. Sie sind unbelehrbar und egal, was sie vorgeben zu glauben, sie glauben nicht wirklich. Weil wer wirklich an Jesus glaubt, ist ein Nachfolger des Herrn. Und ein Nachfolger ist einer, Jesus geht voraus, ich gehe hinterher, ich lasse mir etwas sagen, ich lasse mich korrigieren, ich lasse in mein Leben hineinsprechen, ich erlaube Veränderungen. Und das war die Haltung dieser Menschen. Wo kam das her? Durch das Werk des Heiligen Geistes. Aber warum konnte der Heilige Geist wirken? Weil Petrus ihnen nicht nette Dinge gesagt hat, sondern ihr Versagen ihnen vor Augen gestellt hat. Ihre Selbstgerechtigkeit, ihren falschen Glauben, der nicht funktioniert, der ihnen nicht geholfen hat, Gott wirklich zu erkennen, der ihnen einfach einen Ersatz, eine menschengemachte Religion irgendwie angeboten hat. Und sie haben das über Jahre angenommen und gelebt und geglaubt, dass sie geglaubt haben. Dann kommt das Schwert des Geistes. Und der wahre Zustand ihres Herzens wird offenbar. Und wir müssen beten. Und dafür kämpfen, dass das Schwert wieder scharf wird, dass Menschen von Sünde überführt werden. Das hat nichts mit Verdammnis zu tun. Viele wehren sich heute dagegen und sagen, nein, bloß nicht Überführung von Sünde. Wir brauchen Überführung von Sünde. Und der Heilige Geist kann das tun mit dieser Gewissheit, ich bin auf deiner Seite und ich helfe dir. Und ich verurteile dich nicht. Das ist ein himmelweiter Unterschied zwischen Verdammnis und Überführung. Verdammnis sagt, du bist schlecht, geh weg. Überführung sagt, du bist daneben, komm zu mir und ich helfe dir. Es ist Überführung von Sünde ist immer eine Einladung zum Herzen Gottes. Es ist immer die Verheißung, ich bin da, ich helfe dir, ich trainiere dich, ich lehre dich, Dinge besser zu machen. Das ist ein Riesenunterschied, weil heute dieser Unterschied nicht mehr deutlich gemacht wird von vielen. Deswegen haben viele Prediger Angst, so zu predigen, dass Menschen überführt werden. Das Schwert ist stumpf geworden. Und man verkündigt eine Liebe und eine Annahme für Menschen, die noch mitten in Rebellion sind. Und das kann nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren. Das bedeutet ihnen nichts. Aber wenn Menschen ihre Schuld sehen, wenn Menschen zerbrochen sind, wenn Menschen am Ende sind und du sagst dann, hey, Gott vergibt dir, dann bedeutet das etwas. Und Gott hilft dir und Gott ist mit dir und er ist für dich. Dieses zweite Teil, die Liebe Gottes, kommt nach der Botschaft der Buße. Zeig mir eine Stelle in der Apostelgeschichte, wo sie gepredigt haben, Gott ist die Liebe. Gott liebt dich, so wie du bist. Sie haben Jesus als Richter verkündigt. Das ist, was sie verkündigt haben. Wo hörst du das heute? Jesus ist der Richter. Und das Gesetz ist dazu da, das heißt, der Standard Gottes ist dazu da, uns unseren Zustand zu zeigen, uns zu zeigen, wie weit wir weg sind von dem, was Gott eigentlich geplant hatte für uns. Ja. Und es muss der Maßstab Gottes so klar verkündigt werden, dass Menschen darunter wirklich zerbrechen und sagen, ich bin da nicht, ich habe das nicht, ich kann das nicht, ich werde das nie schaffen aus mir heraus. Diese Menschen können die Botschaft der Gnade wirklich annehmen und können damit etwas anfangen.
Und unser ganzes Verständnis vom Evangelium hat sich so sehr verwandelt. Wenn du einmal alte Bücher liest, die 100, 200 Jahre alt sind, dann siehst du, ihr Verständnis vom Glauben war so anders als das, was wir heute denken. Ja. Ich weiß nicht, ob du schon mal gelesen hast von Charles Finney, seine Lectures on Revival, wie heißt es auf Deutsch irgendwie, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, jedenfalls seine Lehre über was Erweckung ist. Ja. Er hat den Standard Gottes gepredigt, die Heiligkeit Gottes. Und der Heilige Geist hat das so massiv benutzt, dass es Phasen gab, wo monatelang jeden Tag Hunderte und Hunderte und Hunderte von Menschen zum Glauben gekommen sind. Und es gab Untersuchungen, dass 20 Jahre nachdem Leute sich bekehrt haben, 80% der Leute noch in der Gemeinde sind. Das war der Erfolg, den er gehabt hat. 80% der Menschen, die Ja zu Jesus gesagt haben, waren 20 Jahre später noch in der Gemeinde. Weißt du, wie hoch die Erfolgsquote oder das Resultat in heutigen modernen Evangelisationen ist? Unter 1%. Weil den Leuten ein falsches Evangelium verkündigt wird, weil sie nicht zerbrochen sind, weil sie nicht wirklich sich auf die Gnade verlassen, sondern in ihrer Selbstliebe, in ihrer Selbstgerechtigkeit, in ihrer Unabhängigkeit bestätigt werden. So, was die Apostel gepredigt haben, war Buße. Das ist der Eingang ins Reich Gottes. Petrus bringt die Antwort, als sie sagen, was sollen wir denn tun? Vers 38, tut Buße. Also kehrt um, ändert eure totale Einstellung. Bisher habt ihr es gemacht, wie ihr wolltet, jetzt sagt ihr nicht mehr mein Wille, sondern dein Wille. Herr, ich führe jetzt, ich lasse mich von dir führen und du bist mein Herr. Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Hier erklärt er ganz klar, wie man hineinkommt ins Reich Gottes. Und wenn wir das wieder verkündigen, werden wir Menschen finden, die das akzeptieren und die wirklich dann ein Leben führen, wo sie als Jünger lernen, dem Herrn nachzufolgen. Schauen wir uns noch ein paar Schriftstellen an, um das zu verdeutlichen, wie das mit dieser Umkehr gemeint ist. Apostelgeschichte. Kapitel 26, hier ist Jesus persönlich, der Paulus den Auftrag gibt, was er zu tun hat und sagt, was der Plan Gottes ist für seinen Dienst. Apostelgeschichte 26, Vers 17. Ich werde dich herausnehmen, sagt der Herr zu Paulus, aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende, ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Siehst du, das Vergebung der Sünden kommt nach der Umkehr. Erst kommt die Umkehr. Und wie kann man das drastischer beschreiben als mit diesen Worten? Von der Finsternis zum Licht. Und was ist Finsternis? Die Macht Satans. Paulus sagt es ganz klar in Epheser Kapitel 2. Er beschreibt den Zustand der Menschen, bevor sie zu Jesus kommen. Und viele, die nicht wirklich bekehrt sind, können nicht sagen, ja, das war mein Leben, das war mein Zustand. Dort heißt es in Epheser Kapitel 2, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, nach gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Das beschreibt den geistlichen Zustand eines Menschen vor seiner Bekehrung.
Und wie viele Gläubige würden empört sein, wenn man ihnen sagen würde, bevor du dich wirklich bekehrt hast, du hast dem Teufel gedient. Nein, dem Teufel habe ich nicht. Ich habe immer mich bemüht, ein guter Mensch zu sein. Und in diesem Bemühen, ein guter Mensch zu sein, getrennt von Gott, waren wir in vollkommener Selbstgerechtigkeit und fühlen uns noch gut, wenn wir ein paar kleine Geldbeträge ans Rote Kreuz spenden oder irgendwo anders hin. Ja. Das ist der Zustand, wie die Bibel den Menschen beschreibt. Ferngesteuert von einer Macht, die die Bibel Macht der Finsternis nennt. Ein Geist in der Luft, ein Geist des Ungehorsams, ein Geist der Rebellion. Weitere Schriftstelle, 1. Thessalonicher, Kapitel 1. Und er sagt, erinnert hier die Thessalonicher an ihre Umkehr, wie ihr euch, Vers 9b, wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckte, Jesus, der uns rettet vor dem kommenden Zorn. Bekehrt von den Götzen zu Gott, um dem lebendigen Gott zu dienen. Man kann dem lebendigen Gott nicht dienen, wenn man sich nicht bekehrt hat. Das ist völlig unmöglich. Gott zu dienen kann erst stattfinden, wenn wir uns von den Götzen abgekehrt haben. Und das wahre Evangelium lässt das Licht scheinen und zeigt, worauf Menschen sich verlassen. Ihr Geld, ihre Bildung, ihren sozialen Status, ihren Einfluss, ihre Macht oder ihre charmante Persönlichkeit oder weiß ich nicht, worauf man sich alles verlassen kann. Ja. Und das sind die Götzen, worauf man sich verlässt, worauf man sein Leben gründet, das sind die Götzen. Und das wahre Evangelium muss so gepredigt werden, es muss so hell scheinen, dass Menschen sehen, ich setze ja mein Vertrauen auf Dinge, die total nicht vertrauenswürdig sind. Das ist Bekehrung von den Götzen zu Gott. Und weil das heute so selten ist, weil das so selten verkündigt wird, deswegen erleben wir dann Situationen, Menschen heben die Hand oder unterschreiben eine Karte und dann sehen wir sie nie wieder. Und dann muss der Pastor hinterher telefonieren, du hast doch letzten Sonntag dich bekehrt, komm doch morgen, bis wieder Gottesdienst, komm doch. Wenn jemand sich bekehrt hat, wenn jemand die Gnade Gottes wirklich gesehen hat, hat verstanden, was Jesus für ihn getan hat, hat verstanden, wovon er errettet ist und wie er jetzt das Privileg hat, jetzt Gott kennenlernen zu dürfen und mit Gott zu leben, unter seiner Herrschaft zu leben. Wer das wirklich verstanden hat, sagen wir am Mittwochabend, der sagt, und wann treffen wir uns morgen? Weil er will jetzt lernen. Er hat jetzt ein völlig neues Leben vor sich und er sagt, Mensch, ich fange bei Null an. Und alles, was ich bisher hatte, ist jetzt an der Seite. Und jetzt geht es darum, wer ist Gott und was will er von mir und was bietet er mir an und wie soll ich mit ihm leben und so weiter. Diese Fragen hat ein Mensch, der sich wirklich bekehrt hat. Du musst nicht hinterher telefonieren, bitte denk dran, morgen ist Gottesdienst, komm doch zum Gottesdienst. Das tun Menschen, die zugestimmt haben, die gesagt haben, ja, warum nicht, ja, Jesus annehmen, okay, gut, mache ich, warum nicht. Aber keine Buße und deswegen keine Revolution im Herzen und darum auch kein Hunger nach Gott. Das fängt alles an mit dem Verständnis des Evangeliums, damit beginnt alles. Und wir ernten heute in den pfingstlich-charismatischen Gemeinden ein jahrzehntelanges falsches Evangelium. Und viele, viele Menschen in den Gemeinden sind überhaupt nicht bekehrt. Sie haben eine Zustimmung gegeben. Sagen, ja, das gefällt mir. Die Musik, warum nicht? Ist doch schön. Und besser, ich bin hier als im Wirtshaus. Also da gehe ich doch hier hin. Ja? Aber sie haben niemals eine wirkliche Hinwendung zu Jesus vollzogen. Und sie haben niemals diesen Zustand erreicht. Hier bin ich. Was soll ich jetzt tun? Lehrt mich. Helft mir, einen Lebensstil zu führen, der Gott Ehre macht. Das ist überhaupt nicht in ihrem Sinn. Lukas, Kapitel 14, hier bringt Jesus diese radikale
Herausforderung. Er sagt in Vers 33, wer nicht allem entsagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Und beim Evangelium geht es darum, dass Menschen Jünger werden, nicht dass Menschen Gottesdienstbesucher werden oder Mitglieder einer Gemeinde oder einer Kirche. Beim Evangelium geht es darum, dass Jünger gemacht werden. Und es beginnt damit mit einer kompletten Absage an unsere Pläne, an unsere Ziele, an unsere Werte, an unsere Vorstellungen. Eine komplette Hinwendung, jetzt nicht mehr wie ich gedacht habe oder wie mir beigebracht wurde oder wie diese Kultur mir beigebracht hat. Jetzt so, wie du es willst. Nicht mehr mein Wille, sondern dein Wille. Diese Gesinnung ist das Ergebnis einer richtigen Verkündigung des Evangeliums. Und das haben die Apostel gepredigt und deswegen haben Menschen sich wirklich bekehrt und haben dann angefangen, dieses neue Leben im Gehorsam wirklich zu leben. So, auf die Buße, die ist das Erste, kommt das Zweite, nämlich Glauben. Glauben an die Botschaft Gottes, Glauben an das, was am Kreuz passiert ist, Glauben an das, was Jesus getan hat, Glauben, dass er jetzt der Herr ist und dass wir bei ihm besser aufgehoben sind als bei uns selber. Und wenn dieser Glaube da ist, dieser Glaube, Jesus hat für mich bezahlt, er hat den Preis bezahlt, er hat für mich gelitten, ans Kreuz gehöre eigentlich ich, er hat meinen Platz eingenommen. Wer das wirklich glaubt, bekommt das, was die Bibel nennt, die neue Geburt. Das ist ein Geschenk Gottes. Er wird von Neuem geboren. Und durch die neue Geburt kommt man hinein ins Reich Gottes auf keine andere Art und Weise. Das ist, was Jesus gelehrt hat. Johannes 3, Vers 3. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Es ist völlig unmöglich. Die neue Geburt ist der Eintritt. Nicht eine Kirchenmitgliedschaft. Nicht eine Entscheidungskarte. Oder ein Übergabegebet. Oder irgendetwas, sondern die neue Geburt ist das Entscheidende. Und wer nicht von Neuem geboren ist, egal wie lange er schon zur Gemeinde gehört oder zur Kirche geht, gehört nicht zum Reiche Gottes. Das ist, was Jesus gelehrt hat und das ist, was die Apostel gelehrt haben. Und das ist sehr anders, als was heute an vielen Stellen den Menschen erzählt wird. Und in Vers 5 im selben Kapitel noch einmal, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Johannes 1, Vers 11, er kam in das Seinige und die Seinigen nahmen ihn nicht an, so viele ihn aber aufnahmen. Aber aufnehmen in dem Sinne, wie ich das eben erklärt habe, nicht einfach nur eine Hand heben. Aufnehmen im Sinne von totaler Umkehr. Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, welche nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Die neue Geburt ist ein Geschenk vom Himmel. Das kann man sich nicht verdienen, das kann man sich nicht erarbeiten, das kann man sich nicht erstudieren oder sonst irgendwie sich da hineinschleichen. Es ist ein Geschenk von Gott. Und wer von Neuem geboren ist, der weiß das und der hat das Zeugnis des Heiligen Geistes. Der Geist Gottes bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist der Einstieg ins Reich Gottes, so hat es Jesus gelehrt und so haben es die Apostel gelehrt. Und heute haben wir zu diesem Thema so viel Verwirrung und so viel Durcheinander. Und dann gibt es Menschen, die stellen solche Fragen wie, sind Katholiken überhaupt errettet? Das ist die falsche Frage. Du kannst auch fragen, sind die Baptisten errettet? Sind die Pfingstler errettet? Das ist die falsche Frage. Jeder, der von Neuem geboren ist, ist Kind Gottes und ist errettet. Auch wenn er in einer katholischen Kirche ist oder irgendeiner anderen Kirche. Nicht der Status der Kirchenzugehörigkeit ist entscheidend, nicht der Taufschein, den er vorweisen kann, sondern ist er von Neuem geboren. Ja? Ein großer, bedeutender
Mann Gottes in Deutschland sagte einmal, wir dürfen nicht vergessen, dass auch die evangelische Landeskirche zum Reich Gottes gehört, zum Leib Christi, so sagt er, zum Leib Christi. Was für eine Verwirrung. Keine Kirche gehört zum Leib Christi. Zum Leib Kirchen gehören keine Organisationen, zum Leib Christi gehören nur Menschen. Und zwar Menschen, die von Neuem geboren sind. Und weil die grundlegenden Aussagen des Evangeliums heute verwässert werden oder nicht mehr gesehen werden, deswegen haben wir so viel Durcheinander. Bei Jesus war das alles einfach. Wer nicht von Neuem geboren ist, gehört nicht dazu. Fertig, aus. Und die von Neuem geboren sind, sondern sich ab von der Welt, auch vom religiösen System dieser Welt, und sie werden Nachfolger des Herrn, wie wir das dann gleich sehen werden, wie es weitergeht. So, der Einstieg ins Reich Gottes, Buße, zweitens, dann Glauben.